kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Mini-Mod-Projekt. Wir spielen die Gothic 2 Mod Irilan. Die gibt's schon seit geraumer Zeit. Die ist schon seit einigen Wochen, Monaten draußen. Aber jetzt ganz frisch kam eine neue Version raus, und zwar mit Sprachausgabe. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich würde sagen, wir starten mal direkt ein neues Spiel und stürzen uns ins Abenteuer. Und wenn ihr die Mod selber spielen wollt, dann ist der Link in der Beschreibung und ihr könnt das gerne mal abchecken. Los geht's. Na, Schlafmütze, auch endlich wach? Morgen, Mama. Ist Papa noch nicht wieder vom Fischen zurück? Leider nicht. Ich frage mich auch schon, wo er bleibt. Ich brauche die Fische fürs Mittagessen. Könntest du nicht mal unten beim Strand nachsehen, wo er bleibt? Klar, ich mache mich gleich auf den Weg. Ach, noch was. Lauf nicht so viel am Strand herum. Da sind wohl irgendwelche wilden Tiere aufgetaucht. Also sei vorsichtig. Ich pass schon auf. Kapitel 1. Ein junger Fischer. Ja. Feuergeschnitzeltes. Darf ich meine eigene Mutter beklauen? Ja, vielleicht würde den einen die Stimme des Protagonisten hier bekannt vorkommen. Ich meine, ich habe die schon mal irgendwo gehört. Ja, okay. Ich darf meine eigene Mutti beklauen. Sehr schön. Nehmen wir alles mit. Was haben wir so für Werte? Standardmäßig schwach. Schwerer Ast. Wird angelegt. Und ich bin mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Da unten sind schon einige Ratten und Blutfliegen. Wer bist du denn? Clara. Hallo, Clara. Na, wie geht's denn so? Ganz gut soweit. Und bei dir? Viel Arbeit. Und dass Marek nur noch am Strand rumhängt, macht es auch nicht besser. Falls du auch unterwegs dahin bist, kannst du ihn sicher dort treffen. Sitzt den ganzen Tag blöd rum, statt mal zu helfen. Mal sehen, ob ich ihm über den Weg laufe. Ja gut, die klaue ich jetzt mal nicht. Hallo. Morgen, Papa. Ach, bist du auch endlich mal aufgewacht? Hat deine Mutter dich geschickt? Ja, sie fragt sich, wo du bleibst. Und vor allem deine Fische. Auf die kann sie wohl noch länger warten. Beim Sturm heute Nacht hat unser Boot einiges abbekommen. Ich bin gar nicht erst rausgefahren. Ich muss mir das erstmal in Ruhe ansehen, ob da noch was zu machen ist. Und was machen wir wegen der Fische? Weiß ich auch nicht. Obwohl, der Sturm könnte einige angespült haben. Sieh dich doch mal am Strand um. Ich denke, 6 Stück sollten Mira erstmal reichen. Okay, ich schau mich mal um. Aber geh nicht unbewaffnet. Hier haben sich zuletzt immer wieder irgendwelche Viecher breit gemacht. Irgendwo zu Hause habe ich noch einen Knüppel liegen. Der sollte fürs Erste reichen. Gut, ich sehe mal nach. Den haben wir uns ja schon genommen. Kann ich dir irgendwie helfen? Im Moment nicht. Wenn ich weiß, wie ich das hier wieder hinbekomme, sage ich dir Bescheid. Alles klar. Marek, da ist er. Hallo Marek, wie geht's? Hi, naja, war schon mal besser. Ich häng hier rum und grüble nach. Wieso? Was ist los? Ach, da will ich lieber nicht drüber reden. Vergiss es einfach. Das ist doch der liebe Matze von Kanal Detailliebe. Auch schön, dich mal in einer Mod zu hören. Grüße gehen raus. Komm schon, was ist los? Na schön. Ich habe den Schlüssel für unsere Lagertruhe verloren und keine Ahnung, wie ich ihn wiederbekomme. Wenn Clara dahinter kommt, kann ich mich warm anziehen. Deshalb sitze ich hier rum und hoffe, dass mir noch irgendetwas einfällt, wie ich das wieder gerade biegen kann. Deine Schwester weiß nichts davon? Innos, bewahre! Die würde mir den Hals umdrehen. Ich muss versuchen, diesen Schlamassel irgendwie zu lösen, bevor sie was mitbekommt. Wie hast du den Schlüssel denn verloren? Eine ziemlich blöde Geschichte. Ich wollte mich mal in der Höhle am anderen Ende des Strandes umsehen. Lass mich raten. Irgendein Viech hat dich überrascht? Überrascht? Zu Tode erschrocken. Ein verdammter Schattenläufer hat es sich da gemütlich gemacht. Ich bin gerannt wie ein Irrer. Dabei muss ich den Schlüssel verloren haben. Ein Schattenläufer? Da kannst du den Schlüssel wohl abschreiben. Ich weiß nicht. Wenn ich ihn erst weiter vorn verloren habe, könnte man vielleicht rein und wieder raus, ohne dass der was mitkriegt. Warum hast du es dann noch nicht versucht? Naja, vor kurzem sind auch noch einige Goblins dort aufgetaucht.
Weiß auch nicht, wieso die Viecher in letzter Zeit immer mehr werden. Und ehrlich gesagt... Du hast Schiss. Ey, ich bin Fischer, kein Krieger. Schon gut. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ehrlich? Danke. Aber geh bloß nicht zu weit in die Höhle. Ich pass schon auf. Wegen deiner Schwester. Was ist mit dir? Ich glaube, sie ist ziemlich genervt, dass sie zu Hause alles alleine machen muss. Vielleicht solltest du dich mal öfter bei ihr blicken lassen. Im Moment habe ich echt andere Sorgen. Das muss warten. Okay, man sieht sich und ich nehme dein Wasser mit. Dann schauen wir uns mal bei der Höhle da um. Vielleicht finden wir ja was. Der Karl. Hallo Karl, wie geht's? Ah ja, die alten Knochen regen sich mal wieder. Aber sonst ganz gut. Was braucht ein alter Fischer wie ich schon mehr als das Meer zu seinen Füßen und eine frische Brise im Gesicht? Kann ich irgendetwas für dich tun? Danke. Ah, mir geht's gut. Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, ich vermisse schon lange meinen alten Sextanten. Ich brauche ihn natürlich nicht mehr. Aber er ist doch ein liebgewonnenes Erinnerungsstück an meine Zeit auf See. Wann hast du ihn denn zuletzt gesehen? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. Ich bin mir sicher, dass ich ihn mal deinem Vater geliehen hatte. Aber ob ich ihn damals wiederbekommen habe? Dann werde ich ihn mal fragen. Danke. Es wäre schön, ihn wiederzuhaben. Dann fragen wir unseren alten Herren mal. Sie sind ein mieser Dieb. Ein Wolfsmesser. Das nehme ich doch mal gerne. Trinke. Hier oben vielleicht auch noch was. So, Vater, rück mal den Sextanten raus. Du hast dir mal Karls Sextanten ausgeliehen? Na, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich wollte ihn längst zurückgegeben haben. Hat Karl dich danach gefragt? Ja, genau. Heißt das, du hast ihn noch? Nicht hier. Er muss irgendwo zu Hause herumliegen. Wenn du ihn dort nicht findest, frag Mira. Vielleicht hat sie ihn weggeräumt. Kannst ihn gern Karl zurückbringen. Ich brauche ihn im Moment ja nicht mehr. Okay, ich schau mal, ob ich ihn finde. Ich finde es auch schön, dass die Sprachausgabe hier eine angenehme Lautstärke hat. Da wurde sich drum gekümmert. Ich weiß gar nicht, ob ich es eingangs erwähnt habe. Der Modder. Three Gods. Grüße gehen raus, auch an der Stelle. Oh shit, ich schaff das gar nicht, glaube ich. Ungünstig. Und wieder eins von diesen Biestern. Los, Papa. Ein ist viel weniger. Boah, das ist ja gefährlicher, als man denkt hier. Papa, hilf mir! So, das war's mit dir, du Mistvieh. Gut, dass du auf Vater Verlass ist. Eine Kleinigkeit, die Sprachausgabe auch noch aufwerten würde, wäre natürlich, wenn man diese SVM-Dialoge, ein Mistvieh weniger und so, auch noch vertonen würde, ne? Das wäre natürlich schön. Aber das ist natürlich auch ein Mehraufwand. Und gerade für so eine Minimod muss man dann auch gucken, ob man das möchte, ob sich das lohnt. Das ist ja interessant. So, essen wir das mal. Liegt auf jeden Fall genug Fisch. Ich habe erst zwei, ne? Ach, erzähl mir nicht sowas.
Ich brauche noch mehr. Vielleicht ist er auch hier im seichten Wasser eher. Boah, immer wenn man hier an Land schwimmt irgendwo und dann so in eine höhere Kante geht, dann rastet der Spielcharakter einfach komplett aus. Hier irgendwo sind noch Fische. Und hier weiter unten. Naja, ich kann auch erstmal bei der Höhle schauen. Seid ihr junge Goblins? Das sind normale Goblins, aber die sind glücklicherweise auch nicht so stark. So. Da ist der Schattenläufer. Ein Degen. Ich glaube, jemand will mir sagen, geh auf Geschicklichkeit. Könnte mich bestimmt reinschleichen. Schleichen kann ich? Nee. Kann ich nicht. Aber seitlich laufen? Oh shit. Oh shit. Da war die endlose Sterbeanimation. Ist seitlich laufen gepatcht? Ist das nicht mehr Schleichen? Nee, ist es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, jetzt einen Schattenläufer direkt auf Level 1 zu verprügeln. Ich sag mal so, ich habe einen Versuch. Wenn es klappt, akzeptiere ich es. Wenn nicht, dann akzeptiere ich das auch und gehe hier erstmal woanders hin. Kann man machen. Falls ich mal ein Schattenläuferfell brauche, habe ich aber ein Problem. Ein Pult. Das kann ich nicht lesen. Ist wahr zu erwarten. Den Schlüssel habe ich aber gefunden. Also von daher. Ein bisschen Erfahrung kann ja nicht schaden. Ich muss jetzt nur noch das Problem mit den Fischen lösen. Er sollte lieber den Mund halten. Ja, sorry. Aber an der Stelle sind die SVM-Dialoge neu vertont. Interessant, dass die Gespräche vertont sind. Das darfst du keinem erzählen. Aber ich darf es keinem erzählen, sorry. Also vergiss, was ich gesagt habe. Ich hab deinen Schlüssel. Wirklich? Wo war er? Einer der Goblins in der Höhle hatte ihn sich gekrallt. Also sind sie... Erledigt, ja. Vielen Dank. Du rettest mir den Arsch, Mann. Weißt du was? Ich habe gerade nichts hier, was ich dir zum Dank geben kann, aber behalt den Schlüssel doch noch und nimm dir aus unserer Truhe, was du gebrauchen kannst. Wenn du fertig bist, kannst du mir den Schlüssel wiedergeben. Klingt gut. Danke. Du weißt schon, dass ich alles nehmen werde. Hier hast du deinen Schlüssel zurück. Okay. Vielen Dank nochmal. Oh nein. Ich dachte, es wäre eine andere Dialogoption. Sorry, da muss ich nochmal laden.
Ich dachte, da wird noch was anderes stehen. Ich hab deinen Schlüssel. Wirklich? Einer der Goblins in der Höhle hat ihn sich gekrallt. Also sind sie... erledigt, ja. Vielen Dank. Weißt du was? Wenn du fertig bist, kannst du mir den Schlüssel wiedergeben. Klingt gut. Danke. Warst du etwa in der Höhle hinten am Strand? Naja. Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass es da zu gefährlich ist. Aber da du dich wohl auch in Zukunft nicht von solchen Aktionen abhalten lassen wirst, sollte ich dir wenigstens zeigen, wie du dich schützen kannst. Wenn du genug Erfahrung hast, kann ich dir helfen, deine Stärke und dein Geschick zu verbessern. Aber bedenke, was du lernst. Versuch nicht, beides gleich zu meistern. Dann wirst du am Ende bei nichts wirklich gut sein. Konzentriere dich auf eines der beiden. Wo ist der Unterschied? Na, das ist doch offensichtlich. Mit mehr Stärke kannst du schwerere Waffen führen. Richtest mehr Schaden im Nahkampf damit an. Geschick ist vor allem im Umgang mit Bögen sehr wichtig. Es kann deine Pfeile ebenso tödlich machen wie die brutalste Kriegsaxt. Also eher was für Fernkämpfer. Natürlich gibt es auch Nahkampfwaffen, die Geschick erfordern. Oder andersherum. Aber die sind eher Notlösungen, da sie ohne Übung in der jeweils anderen Fähigkeit nicht so effektiv sind. Ja, ich würde sagen, wir lernen standardmäßig Stärke. Bring mir was bei. Gut, deine Stärke hat zugenommen. Das hoffe ich doch. So, ich brauche noch einen Fisch. Es muss doch noch irgendwo einen Fisch geben. Das ist immer so typisch, dass... Ach, da ist er. Da ist er, der letzte Fisch. Schön. Hä? Warum kamen die mir gerade so hinterher? Da oben ist ein Lebenselixier. Das gehört mir. Das gehört auch mir. Oh, eine Lederrüstung. Ja. Sehr gut. Das mag ich an Minimods. Man wird sehr schnell mit Belohnung überhäuft. Gut, die sind auch alle sehr spendabel hier. Ich darf alles mitnehmen. Perfekt. Dann können wir jetzt den Schlüssel zurückgeben. Hier hast du deinen Schlüssel zurück. Okay, vielen Dank nochmal. Vielleicht solltest du dich jetzt mal um deine Schwester kümmern. Hast ja recht. Dank dir ist die Sache mit dem Schlüssel erledigt. Ich sollte mich wirklich mal wieder dahin blicken lassen. Ich werde mal nachsehen, was zu Hause so anliegt. Besser ist das. Wir haben auch sehr interessante Hütten hier. Sich einfach hier häuslich schön eingerichtet in so alten Bauwerken. Ich habe mit Marek gesprochen. Was meinst du? Worüber? Er wird nun wieder öfter zu Hause sein und dich unterstützen. Wirklich? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Aber danke für deine Mühen. Wer weiß, vielleicht bessert er sich ja wirklich etwas. Hier hast du eine Kleinigkeit als Dank. Vielen Dank. Ja, sehr nett. So, Mutti. Wo bist du? Hast du vielleicht Karls Sextanten gesehen? Papa meinte, er hätte ihn hier irgendwo und Karl hätte ihn gern zurück. Na, der ist ja lustig. Den habe ich ihm doch schon lange wieder gegeben. Papa hatte das Ding immer hier rumliegen. Da dachte ich mir, dass er ihn nicht mehr braucht und habe ihn zurückgebracht. Der arme Karl wird wohl wirklich langsam alt. Scheint so. Ich werde seinem Gedächtnis mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich habe die Fische. Ah, sehr gut. Und? Was macht Erik so lang da unten? Der Sturm hat unser Boot beschädigt. Jetzt untersucht er, wie er es wieder reparieren könnte. Die Fische musste ich am Strand sammeln. Oh nein. Ich hoffe, er bekommt das schnell wieder hin. Ohne das Boot sind wir aufgeschmissen. Schau doch bitte hin und wieder bei ihm vorbei, ob er vielleicht Hilfe braucht. Werde ich machen. Hier sind die Fische. Danke dir. Jo, dann gehen wir nochmal direkt zu Vater zurück. Hey, warte mal kurz. Was ist denn los? Also, ich habe mir den Schaden mal angesehen. Und? Kriegst du es wieder hin? Sollte machbar sein. Allerdings brauche ich ein paar Dinge. Zunächst mal Werkzeug. Ein Beil, eine Zange, einen Hammer und eine Säge sollten erstmal reichen. Außerdem sind einige der Planken nicht mehr zu retten. Ich brauche also Holzbretter, um sie zu ersetzen.
Woher kriegen wir das Werkzeug? Frag am besten die Schmiedin Annika oben bei der Burg. Die sollte sicher was da haben. Holzbretter? Wo soll ich die denn auftreiben? Na, beim Holzfäller natürlich. Wo sonst? Frag mal Harlock beim Hof danach. Er sollte doch welches haben. Was ist mit der Bezahlung? Das Holz bezahle ich selbst bei Lieferung. Und hier hast du etwas Gold fürs Werkzeug. Das sollte reichen. Alles klar. So, Captain Jack. Nee, das war gar nicht Captain Jack. Captain Karl. Du hast den Sextanten schon wiederbekommen. Mutter meinte, sie hätte ihn dir schon vor längerem gebracht. Ach, wirklich? Ah je, ich und mein wirrer Kopf. Tut mir leid, dass du ganz umsonst gelaufen bist. Da muss ich ihn wohl tatsächlich irgendwo verlegt haben. Ich halte mal die Augen offen. Vielleicht finde ich ihn ja doch noch. Gern. Aber mach dir nicht zu viele Mühen. Ich kann doch nicht mal sagen, wo du anfangen könntest. Vielleicht hat ja Marek was gesehen. Der saß doch am Strand. Ist doch hier in der Nähe. Oh. Hast du zufällig Karls Sextanten gesehen? Er hat ihn irgendwo verlegt und ich weiß auch nicht, wo ich suchen soll. Nein, tut mir leid. Aber frag mal Marek. Der ist doch ständig am Strand. Vielleicht weiß er was. Okay, werde ich machen. Danke. Hast du vielleicht Karls Sextanten gesehen? Er vermisst ihn schon länger, hat ihn wohl irgendwo verloren. Ach, das Ding gehört Karl. Wusste ich gar nicht. Soll das heißen, du weißt, wo er ist? Ehrlich gesagt, ich hab ihn sogar hier. Ich hab ihn mal am Strand gefunden. Dachte, der sei angespült worden. Na, endlich habe ich ihn gefunden. Da wird sich Karl freuen, den wiederzubekommen. Sag mal, Karl weiß doch nicht, dass das Ding wieder da ist. Meinst du nicht, ich könnte ihn behalten? Wäre echt eine Schande, den wegzugeben. Ich glaube, die meisten würden ihn wieder zurückgeben, ne? Deswegen sage ich mal, er kann ihn behalten. Na schön. Ich sag Karl, ich hätte nichts gefunden. Wirklich? Danke. Hier hast du eine Kleinigkeit als Entschädigung. Aber kein Wort zu irgendjemandem. Weil wir sind auch ein Dieb, dann können wir auch ein Betrüger sein. Ich finde deinen Sextanten nicht. Schade. Aber mach dir nichts raus. Danke, dass du es versucht hast. Sehr gerne. Ich helfe doch gerne, wenn ich kann. So, Vater wollte mich schon wieder ansprechen, oder? Er hat mich gerade so angeguckt. Ach, noch was. Ja? Bevor du zum Hof gehst, schau doch mal bei Mira vorbei. Vielleicht braucht sie noch was von dort. Dann kannst du das direkt miterledigen. Okay, werde ich machen. Wieso sagt der Vater Mutters Namen überhaupt? Hey, warte mal kurz. Was ist denn? Könntest du mir noch einen Gefallen tun? Ich warte noch auf ein Paket mit Lebensmitteln vom Hof. Könntest du vielleicht mal bei Arma vorbeischauen und danach fragen? Sie weiß dann schon, worum es geht. Na gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ach, bevor du gehst, schau doch noch mal bei Papa vorbei. Vielleicht braucht er ja was fürs Boot. Dann kannst du das direkt miterledigen. Ich habe schon mit Papa gesprochen. Ich soll ihm ein paar Werkzeuge und Holz besorgen. Ah, gut. Na dann bis später. Weil sie sagt ja auch zu Papa, Papa. Aber er sagt Mira zu Mutter. Ein Kronstückel. Nanu. Und wer wohnt denn hier? Ich weiß nicht, ob ich diese Dinger hier direkt lesen sollte. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber den Gürtel, den schnapp ich mir doch. Also, ich will nichts sagen, aber das gehört mir. Die Burgwache auch was zu sagen? Verdammt, was ist los? Nee. Das ist ein Weidenbogen. Ah, der leichte Zweihand, der wurde angepasst. Dann könnten wir tatsächlich auf Zweihandkampf gehen. Das mache ich selten in Mods, gerade Mini-Mods. Deswegen, ich glaube, auf Zweihand gehen wäre ganz interessant. Vielleicht ein bisschen schwieriger dann. Oh, schöne Aussicht hier.
Hier sollte man vielleicht ein Geländer anbringen. Nachher knallt hier jemand runter. Und dann wird man nicht mehr froh. Okay, hier ist verschlossen. Das wird wohl der Holzfäller sein. Hallo, Harlock. Na, wie geht's? Alles in Ordnung bei euch am Strand? Wie man's nimmt. Der Sturm neulich hat uns etwas mitgenommen. Aber es wird schon wieder werden. Und bei dir? Ach, wie üblich. Tagsüber Plackerei beim Holzsägen und nachts muss ich immer noch in dieser schäbigen Bretterbude pennen. Aber was soll man machen? Platz ist auf unserem kleinen Plateau hier oben eben begrenzt. Hör mal, Harlock, während des Sturms ist unser Boot beschädigt worden. Und um es zu reparieren? Wenn du mich jetzt nach Holzbrettern fragen willst, vergiss es. Da kann ich dir im Moment leider nicht weiterhelfen. Wie das? Du bist doch der Holzfäller, oder etwa nicht? Sicher. Aber was soll ein Holzfäller machen ohne Bäume? Und jetzt fang nicht mit den paar jämmerlichen Pflänzchen hier an. Die sind schon als Feuerholz für den Winter vorgesehen. Weiter unten stehen doch genug Bäume. Das ist doch fast ein Wald da. Weißt du das noch nicht? Lord Colmar hat den unteren Teil der Insel, mit Ausnahme eures Strandes natürlich, absperren lassen. Da kommt niemand mehr hin. Wieso das denn? Du kriegst aber auch gar nichts mit, oder? Selbst ihr da unten solltet gemerkt haben, dass in letzter Zeit immer mehr wilde Biester hier auftauchen. Im Wäldchen unten muss es wohl besonders schlimm sein, daher die Abriegelung. Nicht auszudenken, wie die Viecher hier raufkommen. Und deshalb komme ich im Moment nicht an neues Holz. Und ohne Holz keine Bretter. Na super. Was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung. Warten, bis das Problem gelöst wird? Oder mal versuchen, mit Lord Colmar zu reden? Ich weiß es auch nicht. Hallo, Seeroth. Was ist? Ich hab zu tun. Schon gut. Ich wollte nicht stören. Darf ich hier rein? Hallo, Arma. Ah, hallo. Na, wie läuft's bei euch Fischern da unten am Strand? Naja, der Sturm neulich hat uns ziemlich zugesetzt. Unser Boot hat das leider nicht so gut überstanden. Oh, tut mir leid, das zu hören. Ich hoffe, ihr bekommt das wieder hin. Wir arbeiten schon dran. Falls du irgendwas an Verpflegung brauchst, schau dich ruhig um. Ich habe bestimmt was für dich. Meine Mutter schickt mich. Ich soll ein Paket mit Lebensmitteln für sie abholen. Ach je, ich schussel, das hatte ich ja ganz vergessen. Das Päckchen für Mira. Hier hast du es. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Na, ist ja nicht so, dass wir verhungert wären. Gut. Ach, und bestell Mira noch einen schönen Gruß von mir. Klar, mach ich. Zeig mir deine Ware. Okay. Darf ich mich hier einfach bedienen? Ist das erlaubt? Ich darf einfach alles klauen? Nee. Jagd und Beute. Na ja gut, das ist aber Gothic Standardkram. Sie ist wahrscheinlich so in das Fegen vertieft, dass sie mich einfach nicht gesehen hat. Ich hier alles geplündert habe. So erkläre ich mir das. Ich müsste mal mit Lord Colmar sprechen. Ha, du machst mir Spaß. Was willst du denn von ihm? Harlock meinte, er kann kein Holz schlagen, weil der untere Teil der Insel abgesperrt ist. Und ohne Holz können wir unser Boot nicht reparieren. Verstehe. Selbst wenn du zu ihm kämst, ich denke nicht, dass er die Abriegelung einfach aufheben würde. Kann ich denn nicht wenigstens mit ihm sprechen? Im Moment wohl nicht. Er hat verfügt, dass vorerst niemand ohne seine Erlaubnis in die Burg darf. Na toll. Und was mache ich jetzt? Da kannst du wohl nur abwarten. Mach dich so lange am besten ein wenig nützlich hier oben. Kann sicher nicht schaden, wenn Lord Colmar mitbekommt, dass du dich hier verdient machst. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Kannst du mir was beibringen? Ich könnte dir ein paar Tricks mit der Armbrust oder den Umgang mit Einhändern zeigen. Hast du was zu tun für mich? Ja, habe ich tatsächlich. Die Nahrungsversorgung für die Wachen ist hier immer etwas schwierig auf dieser kleinen Insel. Nichts gegen Armer und das Essen vom Hof, aber manchmal wird es doch etwas eintönig.
Zumal ja scheinbar in nächster Zeit auch nicht mehr mit Fisch zu rechnen ist. Was gebe ich nicht für ein Stück gebratenes Fleisch? Und ich denke, den anderen Wachen würde es nicht anders gehen. Wenn du uns 5 Stück bringen könntest, das wäre echt eine willkommene Abwechslung. Wo soll ich die denn herbekommen? In der Nähe von Harlock treiben sich doch neuerdings ein paar Scavenger herum. Und außerdem habe ich auf dem Weg runter zur Ruine auch mal Wildschweine gesehen. Glaube ich. Du wirst schon was finden. Und bitte brate sie doch auch. Rohes Fleisch verträgt meinen Magen nicht so gut. Na, wenn's mehr nicht ist. Und wir versuchen ihm mal rohes zu geben. Ich habe das Fleisch. Hatte ich nicht gesagt, gebratenes Fleisch? Wir sind doch keine wilden Tiere, die das Zeug einfach roh verschlingen. Schon gut, ich werde es noch braten. Du kannst auch selber braten, die faule Sau. Hallo Annika. Ah, hallo. Bitte entschuldige, ich bin ziemlich beschäftigt. Wenn du was Bestimmtes willst, raus damit. Ansonsten mache ich hier weiter. Der Sturm neulich hat unser Boot beschädigt und nun suche ich Werkzeug. Kannst du mir da helfen? Was genau brauchst du denn? Einen Hammer, eine Säge, eine Zange und ein Beil sollte erstmal reichen. Tja, also einen Hammer und eine Zange sollte ich noch haben. Sagen wir 20 Gold. Und der Rest? Keine Ahnung. Aber schau dich doch mal auf dem Hof hier um. Vielleicht findest du ja irgendwo was, das du dir, nennen wir es, leihen kannst. Na schön, hier sind die 20 Münzen. Ich sehe mal, was ich noch finde. Hast du was zu verkaufen? Aber sicher. Bei mir bekommst du alles, was du brauchst, um dem Biestern ordentlich eins überzubraten. Und nicht nur Schwerter. Ich habe auch Armbrüste und Bögen im Angebot. Und natürlich auch Pfeile und Bolzen. Zeig mir deine Ware. Ja, schön, schön. Kommen wir vielleicht drauf zurück. Halt! Niemand kommt zu Lord Kolmar ohne seine Einladung. Lord Kolmar hat mich rufen lassen. Lass mich durch. Wenn du weiter dreckige Lügen erzählst, verpasse ich dir eine Gesichtsmassage. Raus hier! Er ist wohl etwas schlecht gelaunt. Der gute Mann. Oh, da ist ein Hammer. Das ist ja schön, dass man alles Fleisch auf einmal braten kann. Das lobe ich mir. Hier ist das gebratene Fleisch. Boah, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Vielen Dank, auch von meinen Jungs. Gern geschehen. Lasst es euch schmecken. Hier noch eine kleine Aufwandsentschädigung. Ich will ja nicht undankbar erscheinen. Vielen Dank. Wahrscheinlich haut er sich das jetzt selbst rein. Olaf. Hallo, wie geht's? Ach, lass mich in Ruhe. Ich hab zu tun. Okay. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Wie läuft's? Viel Arbeit, also stör mich nicht. Okay. Ah ja, Sumpfkraut. Hallo Thilo, wie geht's? Hi, kann mich nicht beklagen. Auf die paar Schafe aufzupassen ist wohl der entspannteste Job hier oben. Kann ich mir vorstellen. Kann ich dir irgendwie zur Hand gehen? Suchst du Arbeit? Renwick meinte, ich solle hier ein wenig aushelfen. Naja, wie schon gesagt, ich habe hier eine ziemlich ruhige Arbeit. Wüsste nicht, wie du da helfen könntest. Obwohl, eine Sache hätte ich da vielleicht doch. Lass hören. Die letzten Nächte habe ich ziemlich schlecht geschlafen. Ich höre da immer irgendwelche komischen Geräusche unterm Haus. Vielleicht könntest du dem mal nachgehen? Hast du noch nicht eine der Wachen deswegen gefragt? Pah! Alles, was die gesagt haben, war, sie wären zu beschäftigt, um meinen schlechten Träumen oder Einbildungen nachzujagen.
Aber ich sage dir, ich höre da wirklich was. Das ist kein Hirngespinst. Warum hast du nicht selbst nachgesehen? Naja, ehrlich gesagt... Schon verstanden. Okay, ich sehe mal, was ich rausfinde. Vielen Dank. Denk dran, ich höre die Geräusche nur nachts, also wirst du tagsüber wohl nicht viel finden. Und sei vorsichtig. Ich pass schon auf. Ich pass schon auf ist ein Lieblingsspruch. Ja gut. Was ist denn hier noch hin? Da unten ist ein Keiler. Da ist übrigens ein Beil, sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Werkzeugbeschaffung. Beil, Säge, Hammer und Zange. Beil. Hammer. Zange. Eine Säge fehlt noch. Die muss da auch noch irgendwo sein. Oh shit, gleich zwei? Warum denn zwei? Das schaffe ich niemals. Aua! Warum denn gleich zwei? Was soll das denn? Hä? Wo will der denn jetzt hin? Hä? Au! Nein! Warum bist du ausgebrochen? War gar nicht knapp. Okay. Das war ja sehr gut. Auf Wiedersehen, Schwein. Als ob da steht einfach ein Schattenlord. Was zur Hölle? Da kann doch nicht einfach ein Schattenlord stehen. Der steht da so selbstverständlich auch noch. Völlig verrückt. Brauchst du Hilfe? Nein, ich habe genug Knechte. Außerdem, was versteht ein Fischer wie du schon vor der Arbeit auf einem Hof? Nun ja, ehrlich gesagt nicht viel. Aber vielleicht gibt es ja etwas abseits der normalen Arbeit hier, um das ich mich kümmern könnte. Eigentlich nicht. Es sei denn, du würdest es schaffen, dass diese beiden Streithähne Olaf und Falo endlich wieder miteinander auskommen. Was ist denn mit den beiden? Keine Ahnung. Sie reden kein Wort mehr miteinander. Irgendwas ist zwischen ihnen vorgefallen. Aber mach dir keine großen Hoffnungen. Das geht schon so lange so. Ich glaube nicht, dass du da was ändern kannst. Mal sehen. Ein Versuch ist es wert. Na dann viel Glück. Das wirst du brauchen. Okay. Wegen Falo. Lass mich bloß mit diesem Penner in Ruhe. Was für ein Problem hast du denn mit ihm? Was geht dich das an? Vielleicht kann ich helfen. Sag mir doch einfach erstmal, was los ist. Als ob du da irgendwas tun könntest. Ein Versuch kann nicht schaden, oder?
Schlimmer kann es ja wohl nicht werden, wie ich das sehe. Mann, du lässt nicht locker, was? Na schön. Der Arsch behauptet, ich hätte seinen ach so wertvollen Dolch gestohlen. Wohl irgend so ein Erbstück oder so. Und das hast du natürlich nicht. Nein. Ich hab's ihn schon tausendmal gesagt, aber der Sturkopf glaubt es mir einfach nicht. Hat das Ding sicher selbst irgendwo verschlammt. Ich kann ja mal mit ihm reden. Viel Spaß dabei. Aber glaub nicht, dass das irgendetwas bringt. Das werden wir jetzt sehen. Du beschuldigst Olaf, dein Dolch gestohlen zu haben? Was heißt hier beschuldigen? Ich weiß es. Und was geht dich das eigentlich an? Ich wollte nur helfen, die Sache aufzuklären. Wieso bist du so sicher, dass Olaf es war? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Der schläft schließlich direkt neben mir und ich hatte den Dolch immer unter meinem Bett versteckt. Nun ja, das ist allenfalls ein Verdacht. Er aber auch nicht. Willst du mir unbedingt auf die Eier gehen? Ich sage dir, er war's. Ich hab mal mit deinen Knechten geredet. Und? Sind sie endlich wieder bei Verstand? Leider nicht. Stur wie eh und je. Falo meint, Olaf hätte ihn bestohlen. Der streitet das natürlich ab. Bestohlen? Kann ich mir nicht so recht vorstellen. Klar, Olaf ist schon ein ruppiger Geselle, aber dass er stiehlt? Nein, da ist er nicht der Typ für. Worum geht's denn überhaupt? Einen alten Dolch, wohl ein Erbstück. Ach, der? Ja, damit habe ich Falo hin und wieder rumrennen sehen. Weißt du noch, wann er ihn zuletzt gehabt hat? Jetzt, wo du fragst? Ist echt schon eine Weile her, dass ich das Ding gesehen habe. Ich glaube, das letzte Mal war es, als er sich vor einiger Zeit abends mit Thilo am Feuer einen genehmigt hat. Da habe ich ihn damit rumfuchteln sehen. Dann sollte ich mal mit Thilo reden. Vielleicht weiß er was. Mach das und viel Erfolg. Danke. Du hast mit Fano vor ein paar Tagen am Feuer eingetrunken? Ja, wieso? Ich suche nach seinem Dolch. Er hatte ihn doch dabei an dem Abend, oder? Ja, stimmt. Wollte ihn mir zeigen und hat damit rumgeprahlt. Hatte er ihn immer noch, als er gegangen ist? Du kannst Fragen stellen. Wir waren beide ziemlich betrunken. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Er hat dir nicht zufällig so sehr gefallen, dass du ihn behalten wolltest? Was? Nein, im Gegenteil. Es war ein ziemlich gewöhnlicher alter Dolch. Weiß gar nicht, was an dem so Besonderes sein sollte. Ist dir irgendwas aufgefallen an dem Abend? Eigentlich nicht, aber wir waren auch echt gut dabei. Höchstens, dass er öfter hinter das Bauernhaus zum Pinkeln gegangen ist. Aber auch nicht verwunderlich, so wie wir getrunken haben. Da fällt mir ein, er hatte den Dolch am Gürtel hängen. Könnte also dabei runtergefallen sein. Gut möglich. Betrunken hat er das vielleicht nicht gemerkt. Ich werde mich dort mal umsehen. Also hier und dann... Ach, da liegt er doch. Der lag davor noch nicht. Ich habe dein Erbstück. Was? Im Ernst? Wo hat er dieser Drecksack es? Ganz ruhig. Olaf hatte nichts damit zu tun. Schwachsinn. Wer denn sonst? Nur du selbst. Erinnerst du dich an deinen Abend am Feuer mit Thilo? Du hast es an dem Abend beim Pinkeln verloren. Erzähl keinen Scheiß. Niemals hätte ich diesen Dolch einfach verloren. Hör schon auf. Ich habe ihn genau da gefunden, wo du dich damals immer erleichtert hast. Viel eindeutiger geht's nicht. Dann hat Olaf ihn dort versteckt. Der Sack wusste davon und wollte so von sich ablenken. So langsam reicht's mir mit dir. Wie kann man nur dermaßen vernagelt sein? Was geht dich das an? Und jetzt her damit. Nur wenn du einsiehst, dass Olaf nichts damit zu tun hatte und du dich bei ihm entschuldigst. Dieser sinnlose Streit zwischen euch muss aufhören. Du willst mich erpressen? Na warte. Junge, er macht ernst. Okay, der kann aber wenigstens nicht kämpfen. Nein.
Tja, was hat er jetzt davon? So, steh auf, Falu. Oh Mann, mein Kopf. Na, ist der Verstand jetzt klarer? Oh, verdammt. Schon gut, du hast gewonnen. Ich hoffe, dieser Blödsinn ist damit aus der Welt und ihr beide rauft euch wieder zusammen. Ja, ja, in Ordnung. Ich werde zu Olaf gehen und die Sache klären. Gut. Hier hast du dein Dolch zurück. Ja, manche Leute sind so. Manche Leute sind genauso wie dieser Typ. Falo hat sein Dolch zurück. Ein Glück. Ich hoffe, da nimmt endlich mal wieder Vernunft an. Nun, ich musste ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Aber ich glaube, er wird seinen Standpunkt überdenken. Moment mal. Hast du ihn etwa verdroschen? Mir blieb gar keine Wahl. Er hat sich so sehr geweigert zu akzeptieren, dass er das Ding verloren hatte, dass er mich angegriffen hat. Das sieht ihm ähnlich. Stur, bis zum Äußersten. Aber vielleicht hat er das ja mal gebraucht. Vielen Dank jedenfalls für deine Hilfe. Wegen deiner Knechte. Ist die Sache endlich bereinigt? Ja, ich denke, Olaf und Falo werden bald wieder miteinander auskommen. Ich habe Falo sein Dolch zurückgebracht. Er wird sich wohl bald beruhigen. Sehr gut. Hätte nicht gedacht, dass du das fertig bringst. Vielen Dank. Hier hast du was für deine Mühen. Danke. Das klingt doch sehr gut. Schön, schön. Okay. Frage ist jetzt, wo kriege ich eine Säge her? Anderes Haus gab es ja gar nicht mehr, wo ich noch rein konnte. So, Audienz bei Kolmar. Nächtliche Ruhestörung. Dann gucken wir mal wirklich nachts. Wäre eh spät. Wir mal schlafen. Raus aus meinem Bett! Aha! Die sind aber echt fett. Dicke Ratten. Eine Rune. Teleport zum Hof. Sehr schön. Verdammt, was willst du? Mit dir reden? Du kannst wieder beruhigt schlafen. Wirklich? Was hast du gefunden? Nichts Wildes. Da waren nur ein paar fette Ratten in einer kleinen Lagerhöhle auf Futtersuche. Mit Betonung auf Waren. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Ich kann dir nicht viel dafür geben, aber nimm diese Schafswurst. Die ist echt lecker. Okay. Danke. So, und jetzt steh nochmal auf und zieh dich aus meinem Bett. Verdammt, was willst du? Ausschlafen. So, was haben wir denn noch zu tun? Jens bei Kolmar. Pulsbretter. Gut, dafür müssen wir mit Kolmar reden. Ja, die Lebensmittel können wir zurückbringen. Aber das Fischerboot. Da brauchen wir noch. Und da ist nicht eine Säge. Ach, da ist doch eine Säge. Könnte da die Scavenger killen? Wo höre ich hier Goblins? Irgendwo sind doch hier Goblins. Mit
Der rastet auch direkt aus. Komm ran. Ihr könnt auch ran. Na komm. Entschuldigung. Tolle. Schön, schön. Gut, dann können wir jetzt einmal runter. Die Goblins sind wahrscheinlich in irgendeiner Höhle. Ich habe das Werkzeug. Ah, sehr gut. Dann kann ich wenigstens schon mal anfangen. Gab's Probleme? Keine großen. Annika hatte zwar nicht alles da, aber den Rest konnte ich mir organisieren. Gut, dann mache ich mich mal ans Werk. Da springt er direkt vor Freude in die Luft. Ich habe das Paket von Arma. Wunderbar, endlich wieder frische Lebensmittel. Gerade jetzt, wo die Fische wohl etwas knapp sein werden. Danke, dass du den Weg für mich gemacht hast. Gern. Ich soll dir auch noch einen schönen Gruß ausrichten. Es war ihr scheinbar ziemlich unangenehm, dass sie die Lieferung vergessen hatte. Ach, die gute Arma war schon immer ein wenig durch den Wind. Hauptsache, ich habe es jetzt. Hier hast du noch eine Kleinigkeit für deine Hilfe. Danke. Ja gut, dann haben wir doch jetzt schon einiges erledigt. Vielleicht kann ich auch direkt zu, wie ist der andere Typ nochmal von der Wache? Ich habe den Namen vergessen. Oh, da ist noch ein Trank. Vielleicht dürfen wir dann jetzt zum Lord. Renwick. Okay, nee. Anscheinend habe ich noch nicht genug erledigt. So, ein Mistvieh weniger. Mit dir, du Mistvieh. Ach, er könnte noch was zu tun haben. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Du willst mir helfen? Wieso? Das war Renwicks Idee. Er meinte, das hilft mir vielleicht, zu Lord Kolmar gelassen zu werden. Na dann, ich hätte da schon was. Auf der kleinen Anhöhe hier oben haben sich ein paar Scavenger breit gemacht. Die machen mich langsam nervös, ich schlafe schon kaum noch. Zusammen werden wir bestimmt mit ihnen fertig. Was ist? Hilfst du mir? Die habe ich schon erledigt. Da oben ist nichts mehr übrig. Im Ernst? Ganz allein? Wow, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Tja, dann betrachte die Sache als erledigt. Und vielen Dank, jetzt muss ich mich wenigstens nicht mehr mit den Viechern rumschlagen. Gern geschehen. Ach übrigens, ich kann dir auch ein bisschen was über den Umgang mit dem Bogen beibringen, wenn du genug Erfahrung hast. Als ich noch unten im Wald Holz gefällt habe, musste ich auch schon hin und wieder mit den Viechern klarkommen. Und habe einiges darüber gelernt. Ja, und danke. Das ist aber cool, dass man auch hier in dieser Minimod, vorher eine Quest lösen kann und dann gibt es noch alternative Dialoge. Wir können nur ja, aber irgendwo muss es noch was zu tun geben. Ach, die Schmiedin habe ich noch nicht gefragt, ne? Die Schmiedin, die hier mitten im Stück Amboss auf... die hat keinen Hammer mehr, weil wir alle Hämmer gestohlen haben. Okay, die hat nichts zu tun.
Ach, dieser eine da, könnte ich noch fragen. Davon lasse ich lieber die Finger. Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Wieso fragst du? Hast du nichts zu tun? Eigentlich schon, aber dazu müsste ich mit Lord Kolmar sprechen. Das ist im Moment nicht so leicht. Eben. Und da riet mir Renwick, mich hier so lange etwas nützlich zu machen. Das trifft sich gut. Dieser alte, baufällige Unterstand vor dem Haus musste schon lange repariert werden. Harlock, der faule Hund, kümmert sich einfach nicht darum. Ich soll ihn überzeugen, seine Arbeitseinstellung zu überdenken? Nein, lass das. Das ginge nur, wenn du ihm eine verpasst. Und ich brauche ihn gesund. Immerhin muss er uns Holz für den Winter beschaffen. Was dann? Nun ja, ist doch klar. Du reparierst den Unterstand. Du brauchst nur einen Hammer. Geh einfach die Ecken ab, wo die Bretter an die Pfosten genagelt sind und hau sie wieder ordentlich fest. Na schön, ich kümmere mich drum. Ach, falls du keinen Hammer hast, schau dich hier ein bisschen um. Irgendwo liegt bestimmt noch einer. Werde ich machen. Übrigens steht Harlock neben dir und guckt ziemlich grimmig, weil du das gerade so gesagt hast. Wo hast du das denn schon wieder her? Das ist einfach perfekt, dass er gesagt hat. Mir nicht sowas. Perfekter Dialog einfach. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Von mir hatte das... Ehrlich. Ich habe so einiges gehört. Ja, schöne, abwechslungsreiche Aufgaben. Ich mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich glaube da nicht dran. So, gibt's noch eine Stelle? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Mein Mann sieht das... Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Mein Mann sieht das anders. Ich habe die Hütte repariert. Schön, vielen Dank. Hier hast du eine Kleinigkeit für deine Mühen. Danke. So, haben wir jetzt genug gemacht. Hey, komm mal kurz her. Was ist los? Du hast Glück. Ich habe Lord Kolmar gesagt, dass du ihn sehen willst und er hat mitbekommen, was du hier alles erledigt hast. Erzähl ich gar nicht kurz mehr. Gesagt, er möchte dich sehen. Du darfst also in die Burg. Die Wache sollte dich jetzt durchlassen. Freut mich zu hören. Und es wird noch vielen viel Dank. Schlimmer. Dann werde ich ihn nicht warten lassen. Ich habe so einiges gehört. Schön, schön. Ich sag's dir zum letzten Mal. Einen Schritt weiter. Und du kannst dir ja draußen schon mal ein Loch in Lebensgröße buddeln. Chill mal. Lord Kolmar hat mich rufen lassen. Lass mich durch. Na schön. Geh hoch. Und wehe, du machst Ärger. Dann geht's direkt wieder raus. Aber mit den Füßen zuerst. Okay. Hä? Mit den Füßen zuerst? Also geh ich einfach raus oder was? Darf ich das auch alles mitnehmen? Der Doppelblock. Das ist doch sehr nice. So, Lord Kolmar, ich klaue mal deine Sachen, ne, bevor wir reden. Das ist vielleicht eine Sache, die man noch ändern sollte. Man nicht alles einfach klauen kann. Warte mal, kann man da hoch? Moment. Achso, da geht's auch einfach so hoch. Ihr habt mich rufen lassen? Ah, der junge Fischer, von dem Renwick mir erzählt hat. Ich hörte, du wolltest unbedingt mit mir sprechen? Ja, mein Lord. Unser Boot wurde beim Sturm letztens schwer beschädigt. Und um es zu reparieren, brauchen wir neue Holzplanken. Und Harlock kann euch keine liefern, weil er nicht auf den abgesperrten Teil der Insel kommt, nicht wahr? Nun, das stellt uns vor ein kleines Problem. Ich kann die Abregelung im Moment nicht aufheben und auch niemanden guten Gewissens dorthin schicken. Was geht da unten eigentlich vor sich? Nun, du hast sicher schon mitbekommen, dass hier auf der Insel zuletzt immer mehr übles Getier aufgetaucht ist. Im unteren Teil der Insel ist es besonders schlimm. Warum, wissen wir auch nicht. Aber solange das so bleibt, muss ich dafür sorgen, dass wir hier oben einigermaßen sicher sind. Deshalb die Abriegelung und die Wachen, obwohl ich gerne ein paar mehr hätte. Also, wie komme ich jetzt an Holz? Tja, im Moment wohl gar nicht.
Zumindest nicht, solange die Gefahr durch die Biester nicht beigelegt ist. Aber das kann auch ewig dauern. Und da kommen wir zu dem Grund, weshalb ich dich habe rufen lassen. Was denn? Soll ich jetzt im Alleingang alle Monster auf der Insel töten? Blödsinn, hör mir zu. Die Viecher einfach nur zu besiegen würde sowieso nichts bringen. Es würden einfach immer neue kommen. Daher habe ich den ehemaligen Magier Akarin damit beauftragt, herauszufinden, was die Ursache für ihr Erscheinen hier sein könnte. Akarin? Ein ehemaliger Magier vom Festland. Er war der erste hier auf der Insel. Wundert mich nicht, dass du ihn nicht kennst. Die meiste Zeit hat er sich oben im Turm aufgehalten und ist dort seinen Forschungen nachgegangen. Ein eher menschenscheuer Typ. Im Moment stellt er aber Nachforschungen bei den kleinen Ruinen weiter unten an, um vielleicht Antworten zu dem, was hier geschieht, zu finden. Wisst ihr mehr über ihn? Er hat sich wohl vor langer Zeit mit den anderen Feuermagiern in Myrtana zerstritten und ist dann hier ins Exil gegangen. Worum es dabei genau ging, müsstest du ihn schon selbst fragen. Wie auch immer, als die ersten von uns hier auf Irelan ankamen, zog er sich in den Turm zurück. Er versorgt uns hin und wieder mit Heiltränken oder ähnlichem. Dafür füttern wir ihn mit durch. Ansonsten haben wir ihn auch nicht allzu oft zu Gesicht bekommen. Und? Hat er schon was rausgefunden? Er meinte nur, dass es irgendwas hier auf der Insel geben müsse, das die ganzen Monster herlockt oder herbeiruft oder was weiß ich. Ich kenne mich mit solchem Kram nicht aus. Und was soll ich dabei tun? Du hast deinen Wert hier auf dem Hof unter Beweis gestellt und kannst dich auch ein wenig verteidigen, wenn es sein muss. Da ich die paar Wachen, die ich hier habe, brauche, wirst du zu Akarin gehen und sehen, ob du ihn irgendwie unterstützen kannst. Du findest ihn bei den Ruinen unterhalb des Hofes. Und denk dran, bevor diese ganze Sache nicht aus der Welt ist, wird es nichts mit deinem Holz. Könnt ihr mir etwas beibringen? Da du ja jetzt für mich arbeitest, warum nicht? Ich kann dir sicher noch das eine oder andere über den Umgang mit Zweihandwaffen zeigen. Das trifft sich gut. Kapitel 2 – Das Geheimnis der Insel. Bevor du gehst... Ja? Es könnte dort bei den Ruinen etwas rauer zugehen und wer weiß, wo Akarin dich hinschickt. Du solltest etwas besser gerüstet sein. Geh zu Annika, sie soll dir eine Rüstung geben. Es müsste noch eine da sein, wie meine Wachen sie tragen. Werde ich machen. Danke. Das ist sehr nice. Zeig mir den Umgang mit Zweihändern. So, das machen wir. Dann lesen wir einfach einen Doppelblock. Vielleicht. Und wenn wir dann den leichten Zweihänder tragen und bei Vater nochmal 10 Stärke lernen, dann sind wir ja schon ein Kämpfer. Wow. Nicht hier runterfallen. Das ist auch Standardkram. Oh. So, das nehmen wir alles mit hier. Ich weiß nicht, ob diese, ob die Stärkekosten erhöht werden, deswegen trinke ich den erstmal nicht. Ne? Andererseits glaube ich auch nicht, dass wir hier so viele permanente Boni generell aufleveln werden. Mal gucken. Auf jeden Fall gehe ich jetzt, bevor ich zum Vater gehe, Rüstung abholen und dann, bevor ich zum Magier gehe, einmal zu Vater. Lord Kolmar schickt mich. Ach ja? Und weswegen? Ich soll mir eine Rüstung, wie die der Wachen, abholen. Er meinte, du könntest mir eine geben. Was denn? Hat er dich jetzt zum Dienst einberufen? So in etwa. Ich soll einiges für ihn erledigen. Und er meint, dafür bräuchte ich sicher einen besseren Schutz. Na schön. Aber ich werde bei ihm nachfragen. Und wehe, du hast mir Blödsinn erzählt. Frag ruhig. Er wird es bestätigen. Gut. Hier ist die Rüstung. Und viel Glück. Scheint, als könntest du es brauchen. Danke. Leichte Milizrüstung. Naja, immerhin. Er erzählt alles weiter. Dann einmal kurz zur Vater. Oh, hier ist noch eine Armbrust. Perfekt. Zack. Ein auf Einhandkampf gehen wäre besser, eigentlich. Kann man sagen. Einhand ist immer besser, aber gerade weil man hier die Möglichkeit hat, warum nicht? Bring mir was bei. Gut, deine Stärke hat zugenommen. So.
Das ist doch schon mal nice. Dann suchen wir mal den Magier. So, hatte der noch was zu sagen jetzt? Warum hört eigentlich keiner auf mich? So, in diese Höhle gehe ich nicht, da war ja dieser Schattenlord. Oh, da hat man ihn schon gehört. Ein Mistvieh weniger. In der Tat. Tatsächlich mit Einhändern ist es so viel einfacher zu kämpfen. Ich hätte aber eine kleine Bude hier. Die höchste Kunst der Alchemie. Cool. Kann ich mir permanente Trinke herstellen. Das ist doch nett. Ich könnte mir sogar einen... Dann machen wir uns mal einen... Trank des Lebens. Machen wir. Habe ich sogar noch eine? Ein Kronstücke? Glaube nicht. Aber Trank des Lebens ist gut. Die anderen trinke ich nochmal nicht. Also die trinke ich erstmal nicht. Hallo. Ich bin hier mit sehr wichtigen Dingen beschäftigt, also stör mich nicht. Lord Kolmer hat mich geschickt. Ach, der feine Herr hat dich geschickt. Egal wie oft er fragt, davon geht's auch nicht schneller. Eigentlich meinte er, ich soll dich unterstützen. Du? Ein dahergelaufenes Landei versteht doch nichts von solchen Dingen. Aber naja, immer noch besser als gar keine Hilfe. Warum bist du damals ins Exil gegangen? Hat der werte Lord mal wieder aus dem Nähkästchen geplaudert? Warum sollte ich dir das erzählen? Ehrlich gesagt, ich bin einfach neugierig. Man hört nicht alle Tage von einem Feuermagier, der sich von seinem Orden abwendet. Ich habe mich nicht abgewendet. Die kamen irgendwann auf die glorreiche Idee, diese gigantische Barriere um das Minental von Korinnes zu errichten. Man hat ja gesehen, wie das ausgegangen ist. Ich war von Anfang an dagegen. Und als sie es dann trotzdem durchzogen, gab's Streit. Und ich bin schließlich hier gelandet. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Was hast du bisher herausgefunden? Nun, ehrlich gesagt, nicht sehr viel. Es gab wohl vor langer Zeit schon einmal ähnliche Probleme mit Monstern auf Erilan. Damals lebten noch andere Menschen hier, lange vor unserer Zeit. Sie scheinen die Bedrohung irgendwie überstanden zu haben. Aber über die genaue Ursache dieser Quelle oder gar wie man dieser Plage Herr werden könnte, habe ich leider noch keine Erkenntnisse. Wie kann ich helfen? Nun, ich weiß zwar noch nicht, was hier vorgeht, aber ich habe eine Idee, wo man mehr herausfinden könnte. Laut den Informationen, die ich bisher erlangt habe, gibt es noch an anderen Orten Aufzeichnungen über das, was damals hier geschah. Sie sind wohl in den alten Texten niedergeschrieben, die verteilt auf der Insel zu finden sind. Ich habe schon einmal so einen Text gesehen, konnte ihn aber nicht lesen. Dann weißt du ja schon, was wir suchen. Die Aufzeichnungen sind unlesbar, aber ich habe bei meinen Untersuchungen hier eine Art magischen Schlüssel gefunden. Damit solltest du die Inschriften lesen können.
Die alten Bewohner der Insel haben ihr Wissen scheinbar magisch verschleiert. Und wo könnten diese Aufzeichnungen sein? Nach dem, was ich bisher weiß, sind es drei Orte. Es scheint sich in allen Fällen um Höhlen oder ähnliche Verstecke zu handeln. Einmal hier direkt in der Nähe irgendwo. Dann unter Lord Kolmars Turm und dann bei euch am Fischerstrand. In der Höhle am Strand war ich schon mal. Da haust ein Schattenläufer. Ich glaube nicht, dass ich an dem vorbeikomme. Ich gebe dir ein paar Spruchrollen mit. Überlege dir gut, welche du wo einsetzt. Ich habe nur noch diese. Jeder Zauber hat in anderen Situationen Vor- und Nachteile. Also, lies die Texte aller drei Orte und berichte mir, was du erfahren hast. Vielleicht kommen wir so weiter. Ja gut, der Schattenläufer ist ja schon mal tot. Wegen der Schriftrollen. Wie setze ich Untote vernichten am besten ein? Wie der Name schon sagt, richtet dieser Spruch großen Schaden bei untoten Kreaturen an. Allerdings ist er auf einzelne Gegner beschränkt, also nichts für größere Gruppen. Erzähl mir was über den Verwandlungszauber. Dieser Zauber verwandelt dich vorübergehend in einen Varg. Sehr zähe Biester und können auch gut austeilen. Außerdem auch ziemlich schnell. Äußerst praktisch, vor allem gegen mehrere, nicht zu starke Gegner, die für dich normalerweise in zu großer Zahl doch zu gefährlich werden könnten. Wofür eignet sich Monsterschrumpfen? Den nutzt du am besten, wenn du einem einzelnen übermächtigen Gegner gegenüberstehst. Der Zauber wird ihn schrumpfen und zu einer leichten Beute für dein Schwert machen. Alles klar. Kann ich da dran? Nein! Geh weg! Nein! Okay. Ich gebe mich geschlagen. Ja, dann macht es auch Sinn, dass ich da vorne diesen komischen Schattenlord gesehen habe. Sag mal, ignorierst du mich etwa? Da unten sind stärkere Viecher. Da darf ich noch nicht rein. Warte, wir könnten da easy rüberspringen, aber das mache ich erstmal nicht. Wir machen lieber das, was von uns erwartet wird. So, da vorne ist auf jeden Fall der Untote. Zack. Oh, der hat sogar einen richtigen Zweihänder. Ah, den werde ich sowieso nicht tragen können. Der erzähle ich gar nichts mehr. So, was haben wir denn hier? Auf dieser Insel lauert eine alte Gefahr. Die Grenze zwischen unserer Welt und Belias Reich scheint nirgendwo sonst so schwach. Wer weiß, welche Schrecken lauern, sollte sie jemals wirklich gebrochen werden. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Da steht er. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Steht einfach groß. Komme ich da auch irgendwie runter? Ich meine, klar, man könnte ins Wasser springen. Das wäre in der Tat eine Möglichkeit. Ob ich das machen sollte, ich weiß es nicht. So, eine ist unter dem
Turm hier? Hä? Was ist hier los? Innos sei Dank, da bist du ja. Was ist denn los? Warum seid ihr alle hier oben? Es war schrecklich. Am Strand sind auf einmal diese ganzen Bestien aufgetaucht. Wir sind alle nur noch gerannt. Das kann doch nicht. Wo ist denn Papa? Noch da unten. Er hatte sich beim Reparieren des Boots verletzt und war im Haus, als es passierte. Er meinte, er würde uns nur aufhalten und hat mich fortgeschickt, der alte Sturkopf. Oh, ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Was ist mit den Wachen? Konnten die nicht helfen? Ha, die haben sofort die Order bekommen, den Hof und die Burg zu sichern. Erzähl mir nicht. Es wäre töricht, wegen eines Mannes alle hier oben unbewacht zu lassen, sagten sie. Die rühren sich kein Stück hier weg. Dann werde ich nachsehen, ob Papa in Ordnung ist. Nein, bitte nicht. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Keine Sorge. Ich habe mittlerweile ein wenig Erfahrung mit solchen Biestern. Ich werde ihn finden. Eine andere Möglichkeit bleibt wohl nicht. Bitte sei vorsichtig. Ich pass schon auf. Das habe ich früher auch immer gesagt. Wie geht's dir? Puh, das ist gerade noch mal gut gegangen. Bei mir ist soweit alles okay. Ich hoffe nur, die Viecher verschwinden bald wieder. Alles in Ordnung bei dir? Ah ja, es geht schon wieder. Er arbeitet Zum auch Glück den ganzen Tag. Bin ich noch ganz gut auf dem Bein. Wer weiß, ob ich es sonst rechtzeitig hochgeschafft hätte. Ich hoffe nur, Erik ist nichts passiert. Ganz alleine da unten, bei den vielen Biestern. Darum werde ich mich kümmern. Ruh dich erstmal aus. Mach ich. Und du, sei bloß vorsichtig. Ich glaub da nicht dran. Geht's dir gut? Ja, es geht schon wieder. Mir schlottern zwar immer noch die Knie, aber sonst bin ich in Ordnung. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie so schnell gerannt. Kann ich mir vorstellen. Gut, dass ihr es hier raufgeschafft habt. Das kannst du laut sagen. Das will doch keiner wissen. Der Renwick dazu gar nichts zu sagen, oder was? Ich meine, wir könnten, wenn wir gerade schon mal dabei sind, oder soll ich lieber Stärke lernen, anstatt... Weil meine Waffe ist jetzt auch nicht so stark, ne? Ich glaube, ich lerne jetzt einmal nochmal dieses Tor unterhalb der Burg. Ja, was ist damit? Bekommt man das irgendwie auf? Es gibt eine Winde auf dem untersten Balkon, aber die ist schon völlig festgerostet, seit wir hier auf der Insel sind. Stammt wohl von den früheren Einwohnern. Da wir aus der Höhle dahinter immer wieder Geräusche irgendwelcher Monster gehört haben, haben wir uns nie die Mühe gemacht, es zu öffnen. Aber ich muss da rein. Für Akarin nehme ich an. Gut, hier ist der Schlüssel zum Balkon. Und vielleicht wirst du irgendwas suchen müssen, um die Winde wieder gangbar zu machen. Ein Fett oder Öl vielleicht. Aber frag mich jetzt nicht woher, da bin ich auch ratlos. Na schön, ich halt mal die Augen offen. Und falls du es bekommst, lass bloß nicht die Viecher da raus. Mit denen werd ich schon fertig. Zeig mir den Umgang mit Zweihändern. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Okay, es wird tatsächlich teurer. Schade. Dann habe ich jetzt ein Problem. Hm? Wo ist denn diese Tür? Wenn das nicht die ist. Da, meint er die da unten. Naja, dann gehe ich jetzt erstmal runter unseren Vater suchen. Hier war ja auch keine Tür, oder? Ja.
du blödes Mole-Rat, verzieh dich doch. Störst. Möglicherweise sind die angepasst und machen nicht ganz so viel Schaden. Andernfalls wäre das auch ein bisschen heftig. So. Nach langen und verlustreichen Kämpfen gegen nie enden wollende Horden fanden unsere Gelehrten einen Punkt, an dem sich die Schwäche besonders deutlich zeigt. Kunios überschwemmten immer neue Abartigkeiten aus Belias Reich die Insel. Schließlich gelang es uns, den Ort zu versiegeln, und langsam geriet er in Vergessenheit. Naja, die Viecher sind tot, dann suchen wir mal Vater. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Er ist noch am Leben, so wie wir unseren alten Herrn kennen. Was machst du denn hier? Na, dich suchen. Mutter hat mir erzählt, was passiert ist. Dann hat sie es geschafft. Ein Glück. Ja, sie ist mit den anderen oben beim Hof. Da die Wachen sich nur um die Sicherung von Burg und Hof kümmern, bin ich dich suchen gegangen. Und du hast es allein hierher geschafft? Nicht schlecht, muss ich schon zugeben. Mittlerweile habe ich ein wenig Erfahrung mit den Viechern. Ich weiß, das sollte ich nicht von dir verlangen, aber es bleibt wohl keine andere Wahl. Meinst du schaffst es auch, den Rest hier am Strand zu säubern? Eine andere Möglichkeit, dass wir alle wieder in Ruhe leben können, sehe ich leider nicht. Keine Sorge, ich werde mich darum kümmern. Ich muss sowieso nochmal in die Höhle hinten am Strand. Was willst du denn da schon wieder? Das ist eine lange Geschichte. Aber keine Angst, ich schaffe das schon. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Übernimm dich bloß nicht. Sind da jetzt noch Viecher nachgespawnt? Oder warum habe ich jetzt die Quest noch nicht gelöst? Irgendwo ist hier noch ein Mole Rat. Ich höre das doch. Aha! Schwein. Der Strand ist wieder sicher. Du hast echt alle Monster erwischt? Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass du so stark geworden bist. Wir alle sind dir jetzt einiges schuldig. Vielen Dank. Na, immerhin ist das auch mein Zuhause. Sei doch so gut und sag auch deiner Mutter Bescheid, dass sie alle wieder zurückkommen können. Ich werde hier auf sie warten. Klar, mach ich. Bring mir was bei. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Gut, deine Stärke hat zugenommen. Sehr, sehr schön. Da war noch Goblinbären. So, jetzt muss ich mal diese Winde suchen. Nein. Hier war ja nichts, ne?
Also die Tür ist dann schon mal nicht gemeint. Ehrlich, ich habe es selbst. Ich habe Papa gefunden. Wirklich? Ein Glück. Das habe ich früher. Wie geht es ihm? Keine Sorge, alles in Ordnung. Er ist immer noch zu Hause und in Sicherheit. Innos sei gepriesen. Ich hatte schon Sorge, er würde etwas Dummes tun und sich mit den Monstern anlegen. Der Strand ist wieder sicher. Was? Du meinst, die ganzen Monster sind weg? Ja, ihr könnt wieder zurück nach Hause. Aber wie? Das weiß doch inzwischen. Hast du etwa? Nun ja, ich war wohl nicht ganz unbeteiligt. Das war doch seine Entscheidung. So ein Leichtsinn. Wie konntest du? Was hätte dir alles passieren können? Nur die Ruhe. Es ist doch alles gut gegangen. Erzähl mir nichts. Sagt er so einfach. Meine Güte. Tja, trotzdem schön, dass wir alle wieder nach Hause können. Ich danke dir. Aber wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du solchen Wahnsinn unternimmst. Keine Sorge. Ich pass schon auf. Ja, ja. Das sagst du immer. Wir werden uns dann bald wieder auf den Weg nach Hause machen. Du solltest aber noch Lord Kolmar berichten, damit er seine Wachen wieder abziehen kann. Das ist kein Geheimnis. Werde ich machen. Wer weiß, vielleicht lässt er ja auch noch was springen für meine Hilfe. Das habe ich früher auch immer gesagt. Hey, warte mal kurz. Ja, was ist denn? Also, was du da unten am Strand abgezogen hast, Respekt. Hätte ich nicht besser machen können. Das hätte ich mir ersparen können, wenn ihr das erledigt hättet. Immerhin seid ihr hier die Wachen, nicht ich. Ich weiß. Mir gefällt das auch nicht, hier einfach rumzustehen. Aber was soll man machen? Befehl ist Befehl. Jedenfalls vielen Dank, dass du dich darum gekümmert hast und nochmal meine Hochachtung. Du hast mittlerweile ja echt was drauf. Hier hast du noch eine kleine Entschädigung von uns Wachen. Naja, dafür, dass du im Grunde unseren Job gemacht hast. Danke. Ich hoffe, ich muss nicht mehr allzu oft vor euch einspringen. Bestimmt nicht. So, Kolmar. Der chillt hier einfach auf seiner Bank. Falsch rum. Kolmar. Ich kann ihn nicht ansprechen. Ich glaube, da hilft nur der Marvin. Der Strand ist wieder sicher. Was sagst du da? Die Viecher sind wirklich alle weg? Wie das? Nun, ich habe mich um sie gekümmert. Da ist nichts mehr übrig. Donnerwetter, du hast ja echt was drauf. Dann werde ich meinen Wachen Bescheid geben, dass sie wieder ihren normalen Dienst antreten sollen. Und du hast dir natürlich eine Belohnung verdient. Hier, ich hoffe, das wird dir helfen, auch in Zukunft so mutig und siegreich für unsere Sache zu kämpfen. Ich werde mich bemühen. Danke. Einen Gürtel. Okay. Zeig mir den Umgang mit Zweihändern. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Schön, schön. Und hier ist auch die Tür. Eigentlich jemand von den anderen Leuten jetzt noch was zu sagen oder auch ein bisschen Geld? Zeig mir deine Ware. Hast du noch einen besseren Zweihänder? Ja, dieser Zweihänder, der braucht 50. Sind wir aber noch weit von entfernt. Noch was zu tun? Kann ja sein. Kommst du mal kurz her? Was ist denn? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Worum geht's? Nicht hier. Die Sache ist, nun ja, es muss nicht jeder hören, um was ich dich bitten will. Komm doch kurz rein. Okay. Dann schauen wir mal. Also, woraus machst du so ein Geheimnis? Naja, es ist mir schon etwas peinlich. Nun rück schon raus.
Ich habe mich ein bisschen in Annika verguckt. Ein bisschen? Scheint wohl eher ein bisschen viel zu sein, so wie du hier herumdruckst. Ja, schon gut, mach dich nur lustig. Tut mir leid. Warum Annika? Weiß ich selbst nicht so genau. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwas an ihr macht mich verrückt. Jeden Tag sehe ich sie dort hinten an ihrer Schmiede stehen. So nah und doch so fern. Oh Mann, dich hat's ja schlimm erwischt. Lach du nur. Eines Tages bist du auch mal dran. Hast du es ihr schon gestanden? Bist du verrückt? Niemals würde ich den Mut aufbringen, einfach zu ihr zu gehen und es ihr zu sagen. Ich würde direkt vor ihr vor Scham im Boden versinken. Und sie würde wahrscheinlich mit ihrem Hammer nachhelfen. Tut mir leid, aber das würde ich gerne sehen. Also, wie kann ich da helfen? Nun, ich habe ihr einen Brief geschrieben. Könntest du ihr den vielleicht heimlich unterschieben? Heimlich? Ich könnte ihn ihr doch einfach geben. Naja, dann wüsste sie, dass ich dich geschickt habe und mich selbst nicht traue. Das wäre mir schon etwas peinlich. Verstehe. Du willst die ganze Sache gleich mit einer Lüge beginnen. Was heißt hier Lüge? Ich meine, komm schon. Schon gut, war nicht so gemeint. Also, gib her das Ding. Eine Idee, wie ich ihr den Brief unterschieben soll? Lass dir einfach ihr Angebot zeigen und steck ihn zwischen ihren Kram. Das wird bestimmt nicht auffallen. Naja, wenn das mal gut geht. Okay, ich komme wieder, wenn ich es erledigt habe. Vielen Dank. Das werde ich dir nicht vergessen. Kann ich ihn lesen, den Brief? Tilos Brief an Annika. Liebste Annika, jeden Tag sehe ich dich dort an der Schmiede und kann nicht anders, als dich zu bewundern. Mein Herz sehnt sich nach dem Augenblick, da ich es endlich schaffe, einfach über die Felder zu dir zu gehen, doch mein Mut versagt jeden Tag aufs Neue. Du hast mich verzaubert und ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, wenn ich dich sehe. Daher nun dieser Brief, in der Hoffnung, dass du mir zumindest eine Chance gibst. Es wäre der glücklichste Tag meines Lebens. In Liebe, Tilo. Ja. Mal gucken. Oh. Das wollte ich gar nicht. Zeig mir deine Ware. Wir kaufen mal ein Pfeil. Ist dir das nicht aufgefallen? Ist ja gut. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Warte mal, habe ich den falschen? Habe ich... Warum hat sich nichts aktualisiert? Moment mal. Ja? Hast du mir gerade diesen Zettel zwischen meine Sachen gesteckt? Nun, naja. Lass doch mal sehen. Das ist von Tilo? Ja. Nun ja, ihm fehlt wohl der Mut, selbst zu dir zu kommen und... Naja, das ist schon schmeichelhaft. Und er ist bestimmt ein netter Kerl. Aber? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre. Versteh mich nicht falsch. Ich hab nichts gegen ihn. Aber jemand, der nicht mal den Mumm hat, mir ins Gesicht zu sehen und offen zu sagen, wie er empfindet, das wäre nichts für mich. Ein bisschen mehr Selbstvertrauen sollte er schon haben. Das kann ich ihm auch gerne selber sagen. Vielleicht lernt er daraus was. Lass mal. Ich werd's ihm besser schon beibringen. Wie du meinst. Aber kannst du ihm trotzdem meinen Dank für den netten Brief ausrichten? Das werde ich. Okay. Ich war bei Annika. Und? Hat es geklappt? Leider nicht. Sie hat es sofort gemerkt. Aber selbst wenn nicht, wäre es wohl trotzdem nicht so ausgegangen, wie du erhofft hast. Was? Wie meinst du das? Naja, es wäre besser gewesen, du wärst direkt zu ihr gegangen. Das hätte sie eher beeindruckt.
Ich und meine verfluchte Unsicherheit. Hat sie sonst noch was gesagt? Nicht viel. Sie hält dich für einen netten Kerl. Aber ich glaube, du bist dir einfach nicht selbstbewusst genug. Trotzdem soll ich dir für den schönen Brief danken. Ha, dann ist noch nicht alles verloren. Ich werde an mir arbeiten und selbstsicherer werden. Und wie stellst du dir das vor? Zuerst mal werde ich jeden Morgen trainieren. Wenn ich körperlich stärker werde, werde ich mit der Zeit bestimmt auch mutiger und weniger unsicher. Außerdem weiß sie als Waffenschmiedin bestimmt zu schätzen, wenn man mit einem Schwert umgehen kann. Na, wenn das mal klappt. Ja, dann viel Erfolg. Gut, das Ding hier müsste ja offen sein. Ach shit, ich hatte die ganze Zeit noch den Marvin-Modus an. Weil dieser Typ ja gerade in der Bank festgebackt war. Ein Mistvieh weniger. Problembeeren. Oh shit. Ein Mistvieh weniger. Komm, gib einen Crit. Oh shit. Oh shit. Ich krieg auch keinen Crit. Das ist so typisch. Ist so typisch immer, ne? Dass man dann einfach nicht krittet. Und genau deshalb sind Einhandwaffen besser. Wenn die kritten, dann... Naja, also man hat auf jeden Fall eine höhere Chance zu kritten, weil man einfach schneller zuschlagen kann. Das alte Ein Mistvieh weniger. Aber wir haben ja eine Waag-Verwandlung. Die ist wahrscheinlich genau für die Stelle hier gedacht. Schätze ich mal. Der Unbesiegbarkeit. Schön, schön. Und noch ein Kronstöckel. Vom Fels umgeben und mit der Zeit von der Natur versteckt, weiß niemand mehr genau, wie man dorthin gelangt. Wir könnten nur hoffen, dass die Versiegelung für alle Zeit hält. Denn sollte es wirklich eines Tages brechen, wäre Eriland im Untergang geweiht. So, dann gehen wir mal schlafen und ich würde sagen, direkt wieder zur Akarin. Der trainiert jetzt wirklich. Das ist ein cooles Detail, sowas mag ich. Sehr schön. Ah, jetzt kann ich auch dran. Ich habe alle alten Texte gelesen. Wirklich? Du hast es geschafft? Und hast du etwas Hilfreiches erfahren? Naja, die alten Bewohner meinten wohl, dass die Grenze zwischen unserer Welt und dem Reich Belias an einer bestimmten Stelle auf dieser Insel besonders schwach sei. Was immer das heißt. Ihnen gelang es aber irgendwann, eine Art magisches Siegel zu schaffen, welches die Kreaturen ausgesperrt hat.
Das heißt wohl, dass dieses Siegel langsam schwächer wird und deshalb immer mehr gefährliche Monster hier auftauchen. Also, was machen wir jetzt? Wir werden wohl nicht drum herumkommen, uns dieses Siegel selbst anzusehen. Hast du irgendwelche Hinweise auf den genauen Ort des Siegels gefunden? Nur Andeutungen, wie vom Fels umgeben und von der Natur versteckt. Von Fels umgeben? Das hört sich nach einer Höhle oder ähnlichem an. Und von der Natur versteckt kann eigentlich nur bedeuten, dass der Eingang mittlerweile ziemlich überwuchert und schwer zu finden ist. So dichte Vegetation gibt es auf Erilan nur unten im kleinen Wald. Außerdem kenne ich die Höhlen hier oben. Dort wäre mir so ein Siegel garantiert aufgefallen. Es bleibt wohl nichts anderes übrig. Wir müssen auf den unteren Teil der Insel, auch wenn es gefährlich ist. Aber der ist gesperrt. Nun, wenn du Lord Kolmar sagst, dass sich unser Problem nur dort lösen lässt, wird er eine Ausnahme machen, denke ich. Und wenn der hohe Herr sich trotzdem querstellt, dann erinnere ihn, dass ich dich schicke und er die Viecher hier ansonsten nie los wird. Na schön, dann versuche ich mal mein Glück. Ich werde hier auf dich warten und sehen, ob ich mit den neuen Hinweisen vielleicht noch mehr in diesen Ruinen erfahren kann. Oh, dann gehen wir nochmal zu Kolmar. Und haken mal nach. Akarin schickt mich. Und, wie läuft es? Kann er endlich Ergebnisse vorweisen? Noch nicht. Aber wir wissen jetzt etwas genauer, was hier vorgeht. Und haben eine Idee, wo wir suchen müssen. Worauf wartet ihr dann noch? Nun, deshalb bin ich hier. Wir müssen in den Wald. Scheinbar liegt dort die Ursache unserer Probleme versteckt. Ich habe dir schon gesagt, dass ich die Abriegelung nicht aufheben werde, solange es so gefährlich dort unten ist. Dann wird es wohl für immer so bleiben. Wenn wir nicht dorthin kommen, werden wir diese Sache niemals in den Griff kriegen. Mir bleibt wohl keine Wahl, was? Na schön, ich gebe dir den Schlüssel für die Tür der Palisade. Aber nur dir, das heißt nicht, dass jetzt jeder der hergelaufene Bauer Zugang hat. Die Abriegelung bleibt bestehen. Natürlich, ich melde mich wieder, wenn wir etwas Neues berichten können. Falls ihr dann noch lebt. Habt ihr eine bessere Rüstung für mich? Nun, da du wirklich in den Wald willst, wäre eine neue Rüstung wohl nicht das Schlechteste. Aber hochwertige Rüstungen sind teuer und wir haben nur noch eine. Mit Nachschub ist es hier auf Erilan etwas schwierig. Naja, wenn ich nicht überlebe, müsst ihr euch darum bald auch keine Sorgen mehr machen. Schon gut, hier hast du sie. Aber jetzt erwarte ich auch Ergebnisse. Keine Sorge, ich krieg das schon hin. Kapitel 3: Der Ursprung allen Übels. Wenn ich jetzt nochmal... Zeigt mir den Umgang mit Zweihändern. Ich denke, das macht schon Sinn. Hey, du musst mir helfen. Was ist denn los? Thilo ist verschwunden. Wie? Was ist denn passiert? Naja, seit der Sache mit dem Brief habe ich bemerkt, dass er ständig am Trainieren war. Wie ein Uhrwerk. Jeden Morgen. Irgendwann hat mich seine Hingabe und der Wille nicht aufzugeben doch beeindruckt, muss ich zugeben. Obwohl mir klar war, dass das wohl von Anfang an der Plan war. Allerdings hätte ich das besser für mich behalten. Voller Übermut stürzte er davon in den Wald, um seine neuen Fähigkeiten zu testen. Oh nein, der Wahnsinnige. Das kannst du laut sagen. Aber wie ist er überhaupt dahin gekommen? Der Verrückte ist einfach in eine hohe Baumkrone gesprungen und dann runtergeklettert. Bitte. Du willst doch sowieso dahin, habe ich gehört. Du musst ihm helfen. Allein wird er das nie überleben. Keine Sorge. Ich werde ihn wieder sicher hier hochbringen. Danke. Ich muss gestehen, irgendwie ist er mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Ja, das ist zwar erfreulich, aber hoffentlich hat er es überlebt.
Aha. Alte Waldratte. Karin ist tot? Ich muss sagen, das kommt überraschend. Achso, ich hatte ja auch einen Teleporter. Ja gut, und die Dinger trinke ich dann jetzt mal auch. Brauche hier gerade jeden Stärkepunkt. War allzu stark bin ich gerade nicht, würde ich sagen. Ich höre auch einen Snapper irgendwo hier. Da ist er. Tagebuch gucken. Akarin ist tot. Ich habe seine Leiche neben einem toten Monster gefunden. Scheinbar hat es ihn überrascht. Und das haben beide nicht überlebt. Jetzt muss ich wohl alleine die Sache zu Ende bringen. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber ich muss es versuchen. Ich sollte zuerst sehen, ob ich irgendwo im Wald eine Höhle mit dem Siegel finde. Was ich dort dann machen kann, um es wieder in Ordnung zu bringen? Keine Ahnung. Kommt Zeit, kommt Rat. Oh je, habe ich noch eine Verwandlungsspruchrolle oder so? Ich habe Feuerbälle. Monster schrumpfen. Okay, hier ist echt einiges los, muss ich sagen. Naja, wenigstens bin ich tanky. Sag mal, lässt du das bitte? Du miese Ratte. Meine, ich könnte hier auch einfach mal pennen, ne? Noch ein Kronstück, sehr gut. Edles Langschwert. Aber wenn man das tragen kann, hat man alles richtig gemacht. Ja, es hätte sich schon mehr gelohnt, auf Einhandwaffen zu gehen.
Da ist eine Höhle. Entschuldigung, Lurker. Kannst du das bitte sein lassen? Ich meine, hier ist es dann noch ein bisschen balanced, weil man eine gute Rüstung hat. Jetzt könnte man es ja vergessen, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Shit. Dieser Schalter scheint ein Teil eines größeren Mechanismus zu sein. Vielleicht finde ich noch mehr von ihnen. Oder ich suche erstmal nach der Höhle des Siegels. Vielleicht finde ich da mehr Hinweise, was es damit auf sich hat. Ja, alles möglich. Mal einen Heiltrank. Das war so nicht geplant, aber egal. Auch geschafft. Ah, guck mal, wer da ist. Hier steckst du also. Du bist es. Ein Glück. Was hast du dir nur dabei gedacht, einfach in den Wald zu rennen? Bist du völlig verrückt geworden? Ich weiß ja, war nicht gerade schlau. Als Annika tatsächlich zu mir kam, war ich so aus dem Häuschen. Ich wollte unbedingt zeigen, wie selbstbewusst ich bin. Hab es wohl etwas übertrieben. Etwas ist gut. Dachte schon, ich finde dich nur noch als Futter für die Biester hier. Ich werde dich jetzt zurück zum Hof begleiten. Unter uns. Ich glaube, Annika macht sich große Sorgen um dich. Wirklich? Dann war es ja nicht ganz vergebens. Jetzt nimm das bloß nicht als Anlass, nochmal so eine Dummheit zu machen. Keine Sorge, ich will ihr ja nicht noch mehr Kummer bereiten. und dir natürlich auch nicht. Sehr nett von dir. Und jetzt lass uns losgehen. Los geht's. Ah, na, dann wollen wir mal. Hoffentlich geht das gut. Kann ich mir auch noch einen Stärketrank oder so machen? Den Rest erkunden wir dann gleich.
Was hast du da vor? Ah, endlich wieder daheim. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde mich erstmal ausruhen. Tu das. Wir sehen uns. Ja, dann können wir ihr auch Bescheid sagen. Thilo ist wieder da. Er ruht sich zu Hause aus. Hat ihn doch ziemlich mitgenommen, sein kleines Abenteuer. Innos sei Dank. Vielen Dank, dass du ihn gefunden hast. Wenn ihm etwas passiert wäre... Kann es sein, dass du vielleicht langsam Gefallen an ihm findest? Was? Wie? Ich... Naja, schon gut. Hast ja recht. Ich denke, ich werde mich in nächster Zeit mal öfter mit ihm treffen. Mal sehen, wo das hinführt. Dann wünsche ich euch beiden alles Gute. Das wird schon. Zeig mir deine Ware. Ja, das Ding werde ich sowieso nie tragen können. Das kann auch alles weg hier. Schade, dass die... Ich kann mir das Ding einfach mal kaufen, aber ich glaube, ich werde es eh nicht tragen können. Naja. Vielleicht komme ich noch auf die Meisterhaltung. Zeigt mir den Umgang mit Zweihändern. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Die man einfach immer jedes Mal noch ein zweites Mal drückt in der Hoffnung, dass es vielleicht doch geht. Jetzt haben wir zumindest 50%. So, dann. So, ich wollte mir noch einen Stärketrank machen. Da unten, da ist noch ein Snapper. Ja, vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Vielleicht finde ich ja noch einen Stärke-Gürtel oder irgendwie sowas in der Richtung. So, bevor ich hier hingehe, gehe ich jetzt erstmal zum... Strand. Hier war das. Das ist der Snapper, da ist noch so ein Schalter. Hör auf zu Moonwalken. Wo ist der denn gerade hingefetzt? Gregs Aufzeichnung. Siebzehnter Tag. Über 2 Wochen sind wir jetzt auf dieser stinkenden Insel. Wenigstens haben uns die Bauern noch nicht bemerkt. Wenn ich diesen faulen Sauhaufen anführte, würden hier ganz andere Seiten aufgezogen. Eines nicht so fernen Tages. Bis dahin habe ich mir hier ein bisschen was zurückgelegt. Auf diesem gottverlassenen Eiland wird das nie jemand finden.
zwischen zwei Bäumen, ein einsamer Stein, direkt am Meer, jedoch nicht am Strand. Dort liegt es begraben. Da wo wir das Langschwert gefunden haben? Mal gucken. So eine Spitzhacke. Ja, dann schauen wir da nochmal. Können wir auf jeden Fall auch noch einen Stärketrank machen. Was sehr löblich ist. Genau hier, oder? Ja. Und es könnte auch da unten sein. Noch mal kurz gucken. Zwischen zwei Bäumen ein einsamer Stein, direkt am Meer, doch nicht am Strand. Ein einsamer Stein. Ist das nicht ein einsamer Stein? Hier? Zwischen zwei Bäumen. Die Bäume. Aber nicht direkt am Strand. Das wäre hier ja auch. Oder ist es doch woanders? Das wäre auf jeden Fall hier direkt am Strand. Noch erstmal hier reingehen. Andererseits lohnt sich der Schatz vielleicht. Das ist genau das, was ich brauche. Ich weiß nicht, irgendwie. Vielleicht habe ich nur die richtige Stelle noch nicht gefunden. Aber das wirkt doch eigentlich passend hier, oder? Oder musste man gar nicht buddeln und das war dann der Schatz, was wir da schon. Aber wir haben eine Spitzhacke gefunden. Ich brauche die Spitzhacke. Also ich weiß nicht, dieser Felsen, der sieht sehr einsam aus. Der ist doch genau zwischen dem Baum und dem Baum. Aber vielleicht gibt es auch woanders noch einen. Auch hier sein. Vielleicht sind ja extra mehrere Orte so, dass es passen würde, weil hier passt auch. Theoretisch. Einsamer Stein, direkt am Meer. Zwischen zwei Bäumen. Nicht direkt am Strand. Ah. Tatsächlich. Man muss nur die richtige Stelle finden. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Amulett der Flammen. Vielleicht bekommen wir ja noch einen Feuergegner. Gut, dann springen wir mal in diese Höhle. Ein Crawler.
Also drei Schalter haben irgendwas gemacht. Schön, schön. So, hier sind wir gewesen. Ist jetzt die Frage. Aha. Wahrscheinlich wäre es vorher nicht aufgegangen. Ich öffne mich nur den drei Steinen. Einer schaut hinauf aufs Meer, einer schlummert tief im Fels, einer steht nah am Wasser und kann es doch nicht sehen. So, das haben wir. Sehr gut. So. Also theoretisch könnte ich jetzt nochmal zurückgehen. Und... Nee, es würde trotzdem nicht reichen. Hast du es also doch noch hierher geschafft? Akarin? Aber wie? Überrascht mich zu sehen. Hätte ich nicht gedacht, dass du den Weg auch alleine finden würdest. Aber deine Leiche. Ich dachte, du seist tot. Also bitte, eine Illusion meines toten Körpers zu erschaffen, ist doch ein leichtes für jemanden mit meinen Fähigkeiten. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du es alleine aufgeben würdest oder nicht überlebst. Aber was soll's? Aber wieso? Glaubst du etwa, ich war aus reiner Mildtätigkeit gegen die Schaffung der Barriere in Korinis? Nein, ich ahnte schon damals, was unter diesem Tal lauerte. Eine perfekte Gelegenheit, meine Kenntnisse über Belias wahre Macht zu vertiefen. Bis diese Ignoranten dann ihren Plan durchzogen und es mir unmöglich machten, dorthin zu gelangen. Zum Glück fand ich in dieser Insel bald eine neue Möglichkeit, meine Forschungen fortzusetzen. Also ging ich ins Exil. Dann war das Auftauchen der ganzen Monster... Ja, eine kleine Nebenwirkung meiner Versuche, das Siegel zu brechen, ohne seinen genauen Ort zu kennen. Aber dank deiner Hilfe... kann ich nun endlich mein Werk vollenden und damit Belias wahre Macht in mir aufnehmen. Du bist wahnsinnig. Das werde ich niemals zulassen. Was willst du schon dagegen tun? Ich denke, ich zeige dir eine kleine Kostprobe meiner Macht. Krieg ich dich doch noch? Glaube nicht, dass ich das schaffe. Außer er verheddert sich jetzt hier. Der mächtige Akarin, der gegen eine Wand geprügelt wird. Ist halt scheiße als Magier im Nahkampf, ne? Oh, ich sterbe. Das war's für dich, Penner. Oh ja, das war's für mich, Penner. Der will sich heilen. Nicht mit mir, Freundchen. Das war's mit Akarin. Immer diese Magier, die durchdrehen. Thank you.
Okay, hier habe ich auch keine Quest mehr. Dann zurück zum Hof, würde ich sagen. Dann erstatten wir mal Bericht. Nachdem ich Lord Kolmar über alles berichtet hatte, blieb mir nur noch eines zu tun. Hey, gute Nachrichten. Was ist denn los? Lord Kolmar hat den Wald wieder freigegeben. Das heißt, ich kann wieder Holz schlagen. Du kannst deinem Vater sagen, in ein paar Tagen liefere ich ihm wieder so viel Holz, wie er will. Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Ich werde ihm gleich Bescheid geben. Okay. Kann ich Lord Kolmar nicht sagen? So. Ich finde die Cutscene ein bisschen überflüssig, muss ich sagen. Weil die ist so kurz im Bild quasi. Warum hat man das nicht einfach in einen Dialog gepackt? Fände ich besser. Ja, dann sagen wir Vater mal Bescheid. Wir bekommen endlich Holz. Ich hab schon nicht mehr dran geglaubt. Was hat denn da so lange gedauert? Naja, da gab es noch die ein oder andere Schwierigkeit. Monster, wahnsinnige Zauberer, das Übliche eben. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Wo hast du dich da nur reinziehen lassen? Du solltest wirklich etwas vorsichtiger sein in Zukunft. Das werde ich bestimmt. Da wir gerade von der Zukunft reden, ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Oh je, was kommt jetzt? Naja, ehrlich gesagt haben mich die Ereignisse der letzten Tage nachdenklich gemacht. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher, ob ich den Rest meines Lebens hier auf Irilan als Fischer verbringen will. Ich hatte befürchtet, dass du sowas sagst. Ich wollte dich bitten, mir das Boot auszuleihen, wenn es wieder ganz ist. Ich möchte mich auf den Weg machen und etwas von der Welt sehen. Wer weiß, was da draußen noch für Abenteuer auf mich warten. Aber keine Sorge, eines Tages komme ich wieder zurück. Irilan. Ja, und das war doch eine schöne, kleine, feine, liebevoll gemachte Minimod mit einer Spielzeit von ja, knapp jetzt 2 Stunden. War eine nette Geschichte, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Viele Dinge haben mir sehr gut gefallen. Einige Dinge, ja, ist halt immer so dann Geschmackssache, wie man es am Ende macht, ne? Ich denke aber, das ist hier eine schöne, grundsolide kleine Mod geworden mit einer schönen Liebe zum Detail. Das hat man halt gemerkt, gerade an so Kleinigkeiten wie dieser eine Typ, der sagt, er will dann jeden Morgen trainieren und dann macht er es auch am nächsten Tag. Solche Sachen sind halt wirklich sehr schön. Ich fand, die Dialoge waren ganz gut geschrieben. Ich denke, die meisten Sprecher haben einen guten Job gemacht. Ich würde mir bei einigen wünschen, dass sie noch mal ein bisschen mehr aus sich rauskommen, vielleicht ein bisschen mehr Emotionen zeigen, sich mal ein bisschen was trauen. Bei dem einen oder anderen war jetzt die Mikrofonqualität leider ein bisschen schlechter. Das sticht dann natürlich immer ein bisschen negativ heraus, aber ich denke, trotzdem war das im Gesamtbild grundsolide. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Gerade auch, dass weibliche Sprecherinnen hier dabei waren. Das ist halt immer auch so eine Sache bei Gothic. Findet man die, machen die mit. Deswegen danke an jeden, der hier mitgemacht hat, der das auch noch vertont hat. Und großes Lob natürlich und Dankeschön an dich, Three Gods. Ich weiß nicht, war es deine erste Mod hier, die du gemacht hast? Auf jeden Fall Hut ab für die ganze Arbeit. Ich denke, das hat auf jeden Fall Potenzial für eine Fortführung. Falls du da Interesse hast, ich würde mich nochmal bereit erklären, den Helden nochmal einzusprechen. Mir macht das Ganze sehr viel Spaß. Zur Story selbst. Natürlich kam dieser Plot für mich jetzt nicht ganz so überraschend, weil ich den Helden eingesprochen habe. Aber ich denke, der Plot-Twist war gut. Ne? Also ich denke, damit wird man den einen oder anderen Spieler überrascht haben. Und ansonsten könnte man vielleicht ein paar Kleinigkeiten überarbeiten. Vielleicht am Balancing ein bisschen rumschrauben. Dass man sagt, Stärke lernen kostet ganze Zeit nur 5 und die Fertigkeiten kosten auch nur 5. Da können die Gegner ja zum Beispiel auch wieder ein bisschen stärker sein. Hier war es halt so, dass man eine gute Rüstung hatte, damit kam man dann am Ende klar. Und der Endkampf ist halt Nahkämpfer, in den meisten Fällen gegen Magier,
Ist halt schwierig. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel einen Bogenschützen gespielt hätte, wie ich diesen Typen besiegen sollte. Vielleicht wird man irgendwo noch einen Eisblock finden oder sowas in der Richtung. Aber ja, an sich war das, denke ich, eine grundsolide, kleine, schöne Mod. Und ich hoffe, da kommt in Zukunft noch mehr. Ne? Also das, was mir gesehen hat, hat mir gefallen. Und ja, ich freue mich auf mehr. Gut, dann noch vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Minimod-Projekt oder in einem anderen Video wieder. Macht's gut. Nimmst du schon auf? Ja. Echt? Hanno, ich bin Lord Hagen, richtig? Hagen? Hagen. Und ich wollte nur sagen, das reimt sich. Danke fürs Zuschauen. Und an der Seite gibt's andere Sachen, die man auch auschecken kann.